Wir machen weiter mit einem recht kuriosen Freizeitspiel, das sich angeblich im Land und auf dem Land ereignet, hin und wieder. Kuhfladenroulette. Ich habe das einmal erlebt an der Universität Hohenheim in Stuttgart, wo man Agrarwissenschaft studieren kann, was ich gemacht habe. Aber wie das genau funktioniert, das schauen wir uns am besten an. Die Attraktion ist eine Kuh, die mal muss. Diesmal muss sie aber leider nur klein. Kuhfladenroulette ist eben ein reines Glücksspiel. Man kauft ein Los mit einer Nummer und hofft, dass ein Kuhfladen auf dem entsprechenden Feld landet. Es dauert genau eine Stunde, das Spiel. Es ist vorbei, wenn die Kuh scheißt. Angenommen, sie scheißt es nicht nach einer Stunde, dann gilt der rechte Vorderfuß in dem Feld, wo sie steht. Das ist dann der Sieger oder Siegerin. Die Schaulustigen brauchen in diesem Fall viel Geduld. Die Kuh will vielleicht nicht so vor allen oder vielleicht hat sie Verstopfung vom Spezialfutter. Die kriegt eigentlich nur noch Heu, getrocknetes. Und das ist halt sehr gut für die Kuh. Da ist der Kot sehr hart, dass halt nicht zu dünn wird, dass sie über zu viele Felder rumscheißt. Diese Kuh spielt bis kurz vor Schluss Warten auf den Fladen. Dann macht es Platsch und das war's. Der Gewinner kann sich über ein Stoffschaf freuen. Und was hat die Kuh davon? Ich habe die Kuh dreimal gewaschen daheim mit einem Shampoo, dass die hier glänzt. Und weil man will ja ein sauberes Tier herzogen. Die sind jetzt bei uns nicht verdreckt, die anderen Kühe. Aber so sauber sind nicht alle. Nur kommt es hier leider nicht auf Schönheit an, sondern nur auf die Verdauung. Und wir machen weiter mit